heute soll es nochmal zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher gehen. Und das ist jetzt Gott sei Dank das letzte Video, was ich heute drehen muss. Ich schmelze nur so dahin. Mein Pony ist schon komplett nass. Es ist absolut ekliges Wetter heute, aber ich muss die Zeit nutzen, die ich noch habe zum Drehen. Deswegen, ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir mit dem ersten Buch für heute. Und zwar ist das dieses hier. Von Worten berührt von Jacqueline Fellgut. Ihr wisst, ich bin seit letzten Juli ein ganz, ganz großer Fan dieser Autorin. Ich liebe ihren Schreibstil. Ich vergöttere diese Frau dafür. Sie schreibt einfach so wahnsinnig tolle, gefühlvolle Geschichten. Das ist einfach der Oberhammer. Und ja, deswegen, ich hatte von Worten berührt noch hier rumstehen und wollte es unbedingt noch mitlesen. Und das habe ich jetzt auch getan. Und es war wieder ein ganz, ganz tolles Buch. Und ich liebe es einfach. Es ist so toll. In diesem Buch geht es um Penny. Und Penny hat einen Traum. Sie möchte gerne Autorin werden und Schriftstellerin. Und sie hat auch schon einige Bücher geschrieben und ist sich da aber absolut unsicher und weiß nicht, ob sie das Zeug dazu hat, Bücher zu veröffentlichen und Bücher zu schreiben. Und sie hat es nicht immer leicht im Leben gehabt. Sie hat einen kleinen Sohn, das kann ich an dieser Stelle verraten. Es ist kein großes Geheimnis, was da drum gemacht wird. Und ja, für den muss sie halt irgendwie auch ihre Brötchen verdienen. Und deswegen kann sie halt nicht einfach mal so alles hinschmeißen, denn sie hat natürlich Verantwortung. Und Penny trifft jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit einen Mann. Und mit dem unterhält sie sich immer. Und die beiden haben quasi eine Freundschaft zueinander aufgebaut, wissen aber beide nicht so voneinander irgendetwas. Also sie wissen nicht, wie sie heißen, sie wissen halt beide, dass sie gerne Bücher lesen und reden halt auch sehr, sehr viel über Bücher und Geschichten. Und eines Tages vertraut Penny sich ihm an und sagt, dass sie ein Buch geschrieben hat. Und er ist sehr, sehr interessiert an dieser Sache. Und als er ihr erzählt, wer er wirklich ist, kann sie es kaum glauben. Und was dann danach alles passiert und wer dieser mysteriöse Unbekannte ist, das müsst ihr selber lesen. Ich kann nur sagen, dass mir von Worten berührt, von der Handlung her wieder ganz, ganz toll gefallen hat. Ich fand die Handlung richtig gut. Ich mochte, wie die Geschichte abgelaufen ist. Ich mochte die Dynamik zwischen den Charakteren. Ich fand Penny als Protagonistin in diesem Buch ganz, ganz toll. Ich fand es toll, wie sie mit dieser gesamten Situation umgegangen ist, wie sie trotzdem immer nicht aufgegeben hat und nie den Kopf in den Sand gesteckt hat, wenn es schwierig wurde. Und ja, wie sie halt auch weiterhin versucht, ihren Traum zu verfolgen und wie sie dann schlussendlich auch Hilfe bekommt. Ansonsten, wie gesagt, Charaktere sind top. Penny, I like, ich mochte sie von der ersten Seite an. Sie war mir ultra sympathisch. Was die Nebencharaktere betrifft, fand ich die auch ganz, ganz toll. Gerade Pennys kleinen Sohn, der ist so unglaublich süß und schnuckelig. Und ja, I like, I like, I like, I like. Von der Handlung her befinden wir uns auch hier wieder in Amerika, in New York speziell, und ich liebe ja Geschichten, die in New York spielen. Wer Der Duft von Büchern und Kaffee gelesen hat, von Jacqueline Fellgut, der wird hier ein kleines Wiedersehen mit ein paar Charakteren aus diesem Buch feiern können. Und ja, ich mochte die Handlung, ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting und ich glaube, zu Jackie, ihrem Schreibstil, brauche ich nichts mehr sagen. Ich liebe den Schreibstil von Jacqueline Fellgut. Sie ist eine der Autorinnen, die die tollsten und gefühlvollsten Worte findet und Geschichten schreibt und erzählt. Und ich kann immer wieder nur von diesem Schreibstil schwärmen, deswegen I love it, I love it, I love it, I love it. Und wenn ihr Lust auf Geschichten ohne Erotik habt, solltet ihr euch die Bücher von Jacqueline Fellgut auf jeden Fall angucken. Sie sind ganz, ganz toll und ich liebe sie und sie sind auch nicht sehr dick. Man kann sie sehr, sehr schnell mitlesen. So für zwischendurch sind sie ideal und ja, ich freue mich schon auf das nächste Buch, was ich von Jackie lesen werde. Damit wären wir dann auch schon beim zweiten und letzten Buch für dieses Video und generell für mich heute an diesem Drehtag. Das letzte Buch, Gott sei Dank, mir geht dann immer irgendwann die Puste aus. Und ja, ich habe Feel Again gelesen von Mona Kasten. Ich fand ja Begin Again ganz nett, also das konnte mich ja noch nicht so überzeugen. Trust Again hat mir dann da dagegen schon sehr, 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 sehr gut gefallen und Feel Again war, glaube ich, nochmal für mich ein Stück besser als Trust Again. Ich fand die Geschichte ganz, ganz toll. Ich habe die Geschichte weggesuchtet. Also ich habe mich früh hingesetzt, habe angefangen, die Geschichte zu lesen und war danach den nächsten Vormittag auf jeden Fall fertig. Also ich habe wirklich nur nachts eine Schlafpause gemacht. Also ich ja, fand die Geschichte einfach so unglaublich toll und so unglaublich gut und absolut gefühlvoll geschrieben. Ich ja, kann von diesem Buch auch nur schwärmen. Aber auch hier erzähle ich euch erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Sawyer und Isaac. Und Sawyer und Isaac kennen wir schon aus den vorherigen Bänden. Man kann dieses Buch trotzdem unabhängig voneinander lesen, rein theoretisch. Also man kann diese ganzen Teile unabhängig voneinander lesen. Es empfiehlt sich natürlich, um die Reihenfolge einzuhalten. Und ja, Sawyer ist so ein ganz spezielles Mädchen. Also jetzt nicht nur, was ihr Äußeres betrifft, sondern auch, was ihr Charakter betrifft. Sie ist ein Mensch, der nicht sehr, sehr schnell vertraut und der auch seine Gefühle nicht offen zeigen kann. Also sie ist sehr verschlossen und sehr in sich gekehrt und wirkt dadurch halt oft
sehr gefühlskalt und wie so halt so ein kleines Biest, sage ich jetzt einfach mal. Und das spiegelt sich auch in ihrem Grunge-Look wieder. Und ja, sie ist aber einfach trotzdem eine coole Sau, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, Sawyer. So viel zu Sawyer. Und dann haben wir auf der anderen Seite Isaac. Und Isaac ist der typische Nerd. Er ist groß und schlaksig, er trägt Fliege mit Hemd und ist immer ordentlich gekleidet in dem Sinne, aber man sieht halt an, dass er ein totaler Nerd ist. Die beiden treffen dann quasi durch ihre Freunde aufeinander und ja, um einem Pärchenabend zu entkommen, beschließen die beiden, sich an der Bar zu betrinken und dort erfahren sie ein bisschen was übereinander. Und Sawyer kann es nicht mit ansehen, als ein paar Mädchen sich über Isaac lustig machen und küsst ihn. Und ja, die beiden begegnen sich von diesem Tag an immer mal wieder und Sawyer braucht noch ein Abschlussprojekt und Isaac braucht ein bisschen Hilfe, was die Liebe betrifft. Und so beschließen die beiden, das irgendwie miteinander zu verbinden und machen einen Deal. Sawyer hilft Isaac, cooler zu werden und im Gegenzug darf sie das Ganze für ihr Abschlussprojekt dokumentieren. Und was dann im Endeffekt bei diesem ganzen Projekt daraus kommt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich muss sagen, von der Handlung her fand ich das Buch wirklich gut. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es toll, die beiden miteinander zu erleben und mitzuerleben, was die beiden halt auch so erleben. Macht das jetzt Sinn? Also ihr wisst, was ich meine. Also ich fand es ganz, ganz toll, die beiden so auf ihre Reise zu begleiten. Das Einzige, wo es ein bisschen Minuspunkt geben muss, ist das Ende. Also das Ende war mir einerseits ein bisschen zu überdramatisiert, was diese eine Sache betrifft. Und das war mir so ein bisschen so, naja, muss das jetzt so, können die nicht einfach miteinander reden? Und das andere, auf der anderen Seite war es dann wieder so, ja, es war sehr klischeehaft dann vom Ende her. Und das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen so sagen muss, dass ich so ein bisschen was Negatives an dieser Geschichte auszusetzen habe. Aber das ist nicht viel. Also ich habe dem Ganzen trotzdem 5 Sterne gegeben, weil ansonsten die Geschichte für mich absolut toll war. Und ja, also wie gesagt, vom Ende her war es mir nicht 100%ig perfekt, aber das ist nicht weiter störend. Ja, ansonsten ist die Handlung ganz, ganz toll. Wie gesagt, es ist toll, die beiden zu erleben. Von den Charakteren her, Sawyer ist eine ganz, ganz tolle Protagonistin in diesem Buch. Und man merkt sehr, sehr schnell, dass sehr, sehr viel mehr quasi hinter ihrer steinharten Fassade steckt und man merkt dann halt auch, wieso, weshalb, warum das alles so ist und wieso sie nicht vertrauen kann und wieso sie Angst hat, sich zu öffnen. Und ja, dann ist auf der anderen Seite dort Isaac und Isaac ist einfach so unglaublich lieb. Also er ist halt mal nicht der typische Bad Boy und er ist halt einfach mal nicht der typische Kerl, der vor Selbstbewusstsein strotzt und weiß, was er will und sich nimmt, was er will. Und gerade das hat mir sehr, sehr gut gefallen, denn Isaac ist ein Junge, der unsicher ist und ein Junge, der auch nicht so richtig weiß, wie er mit manchen Situationen umgehen soll. Und es ist auch ganz, ganz toll zu sehen, wie Isaac sich in diesem Buch entwickelt. Denn nicht nur Sawyer macht hier eine Entwicklung durch, sondern Isaac auch. Und das fand ich so unglaublich gut, zu sehen, wie die beiden sich entwickelt haben. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war auch das ganz, ganz große Plus in dieser Geschichte. Also ich finde, Mona hat es echt geschafft, was die Charakterentwicklung betrifft, da komplett einen rauszuhauen. Also ja, ganz, ganz toll. Hat sie wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Kann man nicht anders sagen. Also im Vergleich zum ersten Teil ist es eigentlich gar kein Vergleich. Also wenn ich jetzt das Buch im Vergleich zum ersten Teil setzen müsste, müsste ich den ersten Teil irgendwie, glaube ich, gefühlt für mich jetzt 2 Sterne geben, damit ich dem hier 5 Sterne geben kann. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde die Entwicklung, die sie in diesem Prozess gemacht hat, während sie diese Reihe geschrieben hat, einfach Wahnsinn. Einfach der Hammer. Und ja, ich komme mal zurück zu dem Buch. Also wie gesagt, tolle Handlung, tolle Charaktere. Die Nebencharaktere kennen wir natürlich auch alle schon wieder. Sie kommen in den ersten beiden Teilen auch schon noch mit drin vor. Dann haben wir noch Isaacs Familie, die auch ganz, ganz toll ist. Und ja, ansonsten vom Setting her befinden wir uns hier wieder in Woodshill an dieser Uni, auf diesem Campus, wo auch schon die ersten beiden Teile gespielt haben. Und ich muss sagen, Mona, ihr Schreibstil ist auch ganz, ganz toll. Er ist ein schöner, locker, leichter Jugendbuch-Schreibstil. Sie hat auch hier wirklich sehr, sehr schöne Worte gefunden und sehr, sehr schöne Umschreibungen gefunden. Und ich finde, sie hat es mit ihrem Schreibstil echt geschafft, den Charakteren richtig Leben einzuhauchen. Und ja, also ich denke wirklich, dass es Sawyer und Isaac so an diese Uni geben könnte. Und das fände ich wirklich sehr, sehr gut, wenn Autoren das schaffen. Und ja, ich kann nur sagen, viele gern hat mich in allen Punkten total überzeugen können. Wie gesagt, vom Ende her fand ich es ein bisschen, naja, da hätte ich mir einfach irgendwie was anderes gewünscht, aber das ist jetzt nicht so dramatisch, das war jetzt nicht schlecht oder so, aber ich hätte mir da einfach irgendwie ein bisschen was anderes gewünscht, aber ansonsten kann ich nur sagen, ganz, ganz tolles Buch und ich kann euch Trust Again und viele gerne auf jeden Fall guten Gewissens empfehlen und ja, I like und ich freue mich schon auf weitere Bücher von Mona und bin gespannt, was sie sonst noch so schreibt und ja,
Das war's toll. Das war's jetzt auch von mir mit diesem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Ihr wisst, wenn ihr die Bücher kennt, eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich schwitze mir jetzt hier an diesem Tag heute noch echt ein ab. Bedanke mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.